Die durchwachsene Bundesliga-Saison vom Vorjahr soll in Vergessenheit geraten. Mit einem neuen Cheftrainer und 8 Neuzugängen wollen die Wölfe an alte Erfolge anknüpfen. Wir sind absolut sehr zufrieden. Es sind jene Spieler geholt worden oder zur Mannschaft gestoßen, also die wichtig für uns sind, um wieder einen herzerfrischenden, offensiven Fußball zu spielen, einen neuen Geist in die Mannschaft zu bringen. Ja, da sind wir die Basis geschaffen und schlussendlich liegt es an der Mannschaft, der selbst das umzusetzen. Ich hoffe, dass wir dadurch wieder sehr viele Zuschauer zurück ins Stadion gewinnen, den einen oder anderen dadurch versöhnen. Ja, und wir freuen uns absolut schon auf die neue Saison. Jetzt muss aus den Neuzugängen eine Mannschaft geformt werden, um im neuen Ligaformat zu bestehen. Hier hat man sich vorgenommen, das obere Playoff zu erreichen. Uns ist aber dabei einfach bewusst, dass es jetzt mit Salzburg wahrscheinlich eine Mannschaft gibt, die fix da drinnen sind in dieser oberen Playoff. Dann gibt es noch Sturm Graz, den Vizemeister, dann gibt es Austria, die mit Gazprom jetzt einen Riesensponsor dazu gekriegt haben. Rapid, da sind schon mal 4 von diesen 6 Plätzen weg. Und dann gibt es noch mit LASK und dann wird es einen Kampf geben um diesen einen Platz, den wir uns auf alle Fälle zutrauen. Aber es muss wirklich von Beginn weg alles bestmöglich laufen. Und ich denke, da haben wir jetzt mit der Kaderplanung schon mal den ersten Schritt dafür gesetzt. Für Michael Nowak ging ein Kindheitstraum in Erfüllung, als Kärntner in einem Bundesligaverein zu spielen. Dementsprechend hoch ortet er die persönlichen Ziele ein. Ja, wir wollen auch eine geile Saison spielen, denke ich. Viele, viele Spiele gewinnen. Die Großen ärgern, wo es geht, die haben Spiele gewinnen. Und ja, persönlich einfach jede Partie alles raushauen, schauen, dass was Gutes am Ende rauskommt. Zurück im Wolfsrudel ist auch Michael Lindl. Nach Abstechern in München und Düsseldorf kehrt der Grazer zum BRC zurück. Ja, ich war lange im Ausland, glaube ich, und irgendwann stellt man sich dann die Frage, ob man nicht wieder zurückkommen will. Und ich glaube, es war jetzt ein ganz guter Zeitpunkt. Wir als Familie haben dann beschlossen, dass der richtige Schritt jetzt ist, und dann hat es sehr gute Gespräche mit dem BRC gegeben und den Verantwortlichen. Und ja, am Ende des Tages war es eine Bauchentscheidung für den BRC, wo wir gesagt haben, das wollen wir nochmal machen, weil wir uns damals auch sehr wohl gefühlt haben da. Deswegen sind wir jetzt wieder da.